So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Und wir haben Besuch, wenn ihr das mitbekommen habt, der Flatti und der Natururin sind da. Das ist Flatti, oder zumindest das, was von ihm übrig ist. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Ja, und das ist Flatti, sein Bollerwagen, den er mitgebracht hat. Aber pass auf, nicht reinbollern. Da ist der Natururin am Start, ne? Ne, Natururin schon wieder dran. Seht ihr das? Natururin Bier Power mit seinem Sackkarren und hier mit meinem Sackkarren. Guckt mal, ist das nicht schön, diese ganze Farbenvielfalt? Wir waren jetzt nämlich einkaufen erstmal und Natururin hat nämlich heute Geburtstag. Wir haben uns ein bisschen was gekauft. Hier gibt es Bier, noch mehr Bier. Zwei habe ich mir, einer ist für Natururin. Der hat nämlich gestern schon einen ganzen Wagen voll geholt. Dann dachte ich, einmal zum Mittag gibt es Burger. Zum Abendbrot, dann später Burger. Dann habe ich für einen Flatti mitgebracht, weil der den ganzen Tag so agro und schlecht gelaunt ist. Chill mal, die Hanfcola, bitteschön. Dankeschön. Der hat nämlich gestern auch gleich die ganze Flasche von Pupsi leer getrunken, innerhalb von 10 Sekunden, weil er Durst hatte. Dachte ich, das ist ein Cola-Trinker, dem musst du das mal geben. Und hier habe ich was entdeckt. Pepsi mit Mango-Geschmack, ohne Zucker. Das möchte ich mal probieren dann. Und weil der Natururin Geburtstag hat, haben wir gedacht, wir nehmen noch einen kleinen Taschenrutscher mit. Ne? Es sieht nur alles größer aus auf der Kamera. Abends zum gemütlichen Zusammensitzen. Außer wenn Flatti sagt, er will die Challenge noch machen, dann kann er die ja mit einmal wegtrinken. Guck mal, gleich wirst du überfahren. So, hey, eigentlich darf man da gar nicht rausfahren, aber ist okay. Geht uns nichts an. Wir laufen jetzt dann gleich los, melden uns wahrscheinlich dann aus dem Wald. Oder an irgendeiner Hütte oder irgendwas, wenn wir irgendwas gesehen haben, wo wir wissen, wo wir dann langlaufen, wissen wir nämlich nicht. Wir haben momentan keinen Plan von nix. Es ist jetzt kurz nach 10? Kurz vor 11. Kurz vor 11? Na, kurz nach 10 ist auch kurz vor 11, das gleicht sich aus. Also melden wir uns im Wald oder an der nächsten Hütte. Hier sind Nacknacks, können wir euch auch mal zeigen. Gut, jetzt nicht mehr. Flatti, du warst es mit deinem Wagen. Natururin hat schon wieder ein ganzes Bier getrunken. Weil wir laufen bei der Stadtmauer lang und dann steht einfach dort Alkoholkonsum verboten und er hat sich gerade ein Bier aufgemacht. Ich habe gesagt, naja, solange du nicht trinkst, während du dort langläufst, ist alles gut. Halt halt einfach fest, dann ist es kein Konsum, dann ist es Transport. Was macht er? Er knüppelt sich das rein, damit er keins mehr hat. Deswegen muss er jetzt das nächste Bier aufmachen. Und ich habe jetzt auch das erste. Ich habe eigentlich, oh, der hat da sein Dings. Hey, wollen wir tauschen? Du kriegst es zu, ich nehme das volle. Ey, wie das funktioniert, denn er hat ja hier extra patentiert an seinem Rucksack die Bieröffnungsmechanik dran. Nein, jetzt frisst er schon wieder die Gänseblümchen. Jetzt wisst ihr auch, wieso der vorhin kein zu essen mitgenommen hat. Ich habe mir 4 Burger mitgenommen, aber der Gänseblümchen. Was wird denn das schon wieder? Bierpower. Und jetzt, was wir sonst nie sehen, den Abgang, wenn er sich nicht mehr halten. Oh, das sah ja voll gekonnt aus, sah ja aus wie beabsichtigt. Wir laufen jetzt auf jeden Fall weiter, denke ich mal, oder? Ja. Weil wir halten dich ja eh nur auf, Monsieur. Dann geh doch zu Netto. Musst du eh in die Richtung da hoch. Nur der HSV. Hä? Das Hase ist Frau? Hat der Hase wirklich eine Frau? Ich weiß nicht, was der da schon wieder macht. Er grast, sieht man doch. Auf jeden Fall Müllsack gefunden. Natururin gefunden. Rad gefunden. Guckt euch diese Nippel an, ja. Oh, dafür würde man woanders gesperrt werden. Hier Bart. Wenn der Bart länger wird, kann er sich den um die Nippel rumhängen. Wenn ihr auch so einen Nippel wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Was ist das Beste am Wandern? Na klar. Überall gibt es diese Pfandautomaten, wo ihr dann eure Flaschen abgeben könnt. Krankheit! Allergie! Hä? Okay, wir sind raus. Das ist mir zu viel. Willst du Pfand abgeben und dann drehen alle durch. Ihr kennt doch bestimmt alle diese komischen Holzhütten, ja? Wo die Kinders immer hingehen mit ihren verschmierten Eddings und tun alles vollmalen und dann sieht das immer aus wie Scheiße. Also guckt mal, so sieht das ungefähr aus. Da steht dann einfach, ich liebeli dich. Liebeli. Habt ihr schon mal Liebeli gesagt? Liebeli. Das ist auf jeden Fall lustig, genauso wie Leali.
nicht mehr Lea, sondern Lea Lee. Dann haben wir auch Benny Lee statt Benny. Und wir haben Laura Lee. Wow, und dann frage ich mich, was das für eine Konstellation ist. Der Benny hat wahrscheinlich die Laura klargemacht im Dezember 2018. Und kurz nach Jahreswechsel, Januar 2019, hat er die Lea bestiegen. Das muss auf jeden Fall Liebe sein. Ich liebe dich, Lea Lee, Benny Lee und Laura Lee. Aber, was noch wichtiger ist, Erik, du Hund. Ja? Wuff, wuff, Erik, du Hund. Hier ist immer noch Laura, aber das ist, das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, was da steht. Ne? 27.07.2020, das ist aktuell Erik, du Hund. Hier gibt's Darmwild, hier gibt's Rotwild, sieht man, weil es rot ist. Und Mufflon, bekannt dafür, dass es einfach immer an dem Po von dem Vordermann riecht. Mufflon! So, ihr merkt, der Ramses ist außer Puste. Aber wir stehen jetzt hier mitten im Wald. Wenn wir das mal rumdrehen. Wald. Noch mehr Wald. Schon wieder Wald. Da unten stand gerade noch ein Flatti. Da ist noch dem Flatti sein Bollerwagen. Der ist jetzt darüber gelaufen. Da steht nämlich noch eine Schutzhütte. Und ich glaube Natururin. Da ist Flatti. Guck dir Flatti an. Holt sich erstmal eine Packung Erdnüsse. Das sind bestimmt keine Erdnüsse, aber egal. Hier ist noch ein Scheiterhaufen. Also, wenn ihr mal Bock habt, eine Hexe zu verbrennen, kommt hierher. So heiß wie es ist, wird sich das wahrscheinlich alleine entzünden. Da ist wieder Salafisten-Flatti. Moin Moin, ich bin euer Flatti. Nein, ist er nicht. Aber wir haben wieder was gefunden in der Hütte, und zwar Fecho kennt halt keine Grenzen. Fecho, hä? Wenn du keine Grenzen kennst, dann komm hierher um Mitternacht, ne? Dann können wir Bier zusammen trinken und dann, nein, keine Ahnung. Also, wer ist Fecho? Ist Fecho ein Name? Fascho? Fecho? Das sieht nach einem Syrer an. Fecho kennt halt keine Grenzen, ne? Der ist einfach über die Grenze drüber und ist hier ins Land gekommen, Bruder. Fecho kennt keine Grenzen, ne? Aber das ist sehr gut. Der Flatti fühlt sich sehr wohl hier, habe ich gehört. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Der würde am liebsten hier bleiben. Ja, das würde ich gerne. Der ist auch nüchtern, weil der trinkt ja auch kein Bier. Aber der muss ja mit, damit wir heute Abend den Rotwein aufmachen können für ihn extra. Den soll er ja testen. Zusammen für seinen Kollegen, weil der wissen will, ob der... Ne? Deswegen. Also Leute, ich weiß wirklich nicht, was sie schon wieder vorhaben. Ja, ich glaube, das ist der Beweis, wieso man bei Sonne, warum man bei Sonne immer ein Käppi aufsetzen sollte, weil euch sonst die Wärme zu Kopf steigt. Ja, dann macht ihr irgendwie sowas und fahrt dann hier runter. Oh, unvoll. Also wenn der Wagen es überlebt, ne, dann weiß ich auch nicht. Ich habe gesagt, der hält eh nichts aus, aber Flatti macht einfach, was er will. So, jetzt können wir ja weiter. Du wolltest ja eh hier bleiben, da können wir dich ja später abholen. Das würde ja passen. Setzt immer was auf, schützt euch vor der Wärme, damit ihr keinen Sonnenstich bekommt. Ihr seht, wo das hinführt. So, Flatti ist immer noch beschäftigt, seinen Wagen kaputt zu machen, beziehungsweise eigentlich wieder einzuräumen. Natururin sitzt da drüben und frisst gerade Käsebrötchen darauf, ne? Falls man das so sieht. Ich habe mir jetzt hier von den Burgern mal den ersten hergeholt. Und klar gibt es Leute, die sagen, Alter, die musst du doch warm machen, das schmeckt doch so nicht. Aber warum? Das ist im Prinzip Brötchen mit einer Scheibe Käse. Brötchen kann man kalt essen, Käse kann man kalt essen und das ist eine Frikadelle. Jeder von euch hat bestimmt schon mal eine Frikadelle kalt gegessen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie untypisch ist. Guck da, wie der glänzt. Der hat sich nämlich gerade eingeschmiert mit Milch und hat mir auch was gegeben auf die Schultern. Wir werden jetzt den Cheeseburger essen. So. Das ist immer noch Flatti, das ist immer noch Natururin und Natururin kennt ihr ja, dass der immer, wenn er im Wald unterwegs ist oder so, immer irgendwelche Blätter frisst von den Bäumen. Und jetzt hat er uns das hier gezeigt. Kennt ihr das? Das ist mit Geschmack dran, hat er gesagt. Jetzt haben wir für sein Video haben wir schon eins probiert, das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus.
guckt euch das mal an, dieses kleine Unscheinbare. Und das ist im Prinzip ein Sendershock, ja? Ihr kennt Sendershock. Ihr esst das, die sind gefüllt, ihr denkt erstmal außen so, und dann innen, boah, müsst ihr kauen und das auch. Nehmt das in den Mund, kau das mal, es fällt gleich auseinander. Das ist wie so eine kleine saure Füllung, die aber dann irgendwie auch irgendwie obstig, süßlich schmeckt. Hat er nicht gelogen. Jetzt weiß ich auch, wieso er so gerne die Natur isst. Ne? Da könnt ihr noch viel lernen und viel miterleben, aber esst nicht alles, ist auch viel Mist dabei. Aber so ein Senderschockbaum ist auf jeden Fall der Boss. Da kommt der Fuchs. Und ist wieder Fichtegeschmack, ja. Was ist mit dir nicht richtig? Gut, das ist Flatti, da braucht man nichts zu sagen. Also, Flatti im Bikini. Gib mal ein Like für den Bikini, ne? Bauchtanzen kann er auch. Zum Glück sind wir aus der Stadt raus. Ich dürfte mich hier nie wieder blicken lassen. So, guckt euch das mal an, was wir hier gefunden haben. Hier ist noch eine Hütte. Heiliger Grund. Was? Vanillehöhlen? Höllen? Vanillehöllen? Ja. Axel, ihr habt hier Heiliger Grund mit Wappen. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wir gucken gar nicht, was da alles steht. Aber guckt mal hier außen. Da ist eine Bank. Ne? Da ist eine Feuerstelle. Richtig genial. Naturin hat eh gesagt, wenn wir eine Feuerstelle hätten oder finden, wäre das voll toll. Er hat auch seine Axt dabei, mit dem er uns alle umbringt und dann kann er da noch ein bisschen was verschüren. Da ist übrigens auch Natururin. Großes Messer zum Holzhacken und Säge zum Holzschneiden. Holz. Hier und zeig mal, wie verkehrssicher ich meinen Bollerwagen abgestellt habe. Verkehrssicher. Hier habt ihr auf jeden Fall noch eine Bank davor. Das ist richtig einladend. Wir laufen mal hier ins Gestrüpp. Ihr seht zwei Bänke, die davor stehen, wo ihr sitzen könnt. Hier könnt ihr aber auch reinlaufen. Ihr habt hier drin nochmal Sitzmöglichkeiten. Hier am Rand können wir noch die Kinders ablegen. Hier können wir noch die Kinders ablegen. Und zum Schlafen, das finde ich am genialsten, hättet ihr hier drin sogar eine Britsche, da kann sich einer querlegen. Hier drüben eine Britsche, doppelt, kann sich einer querlegen. Und hier noch, für den Dünnsten aus der Runde, der sich einfach darauf knallt. Ist das nicht genial? Hier ist auch ein Penis. Falls ihr keinen Penis habt, ist schon einer da. Und dann könnt ihr euch einfach hier so hinlegen, nachts, und schlafen. Ah, ist das schön. Ja. Zwar ein bisschen angewinkelt mit den Beinen, aber trotzdem an sich ist das hier übelst cool. Aber das bringt ja nichts. Wir sind ja noch nicht da, wir müssen ja weiter und werden nie wieder, ich schwör's euch, wir werden nie wieder so eine tolle Hütte finden. Ohne Bänke, ohne Feuerstelle, ohne alles, ohne Penis, also nie wieder. Strike! So, wir haben gerade an der Hütte noch zwei nette Herren getroffen, ja. Die sind auch gerade wandern gewesen, Bierchen dabei, Rast gemacht. Die wollen auch noch ein Stück laufen, dann aber wieder zurück. Und wir wollten eigentlich links abbiegen. Die haben gesagt, am besten ihr biegt rechts ab. Und Flatti hat jetzt gesagt, komm, wir gehen geradeaus. Das ist der Weg, den er gehen wollte. Wir sind also nicht da unten die Straße lang gelaufen, wo es nach links oder rechts geht. Wir sind einfach jetzt hier diesen komischen Waldweg hoch, der hier einfach nur komplett matschig wird. Wir jetzt hier stehen, hier eine Kreuzung ist, du kannst entweder nach rechts abbiegen ins grüne Unbekannte, was aber ein Weg ist, da ist noch so ein Hochsitz, du kannst links abbiegen, was ein Weg ist, da ist ein Hochsitz und ganz viel Matsch. Hier oben ist sogar ein weißer Gartenstuhl drin, das finde ich irgendwie richtig genial. Oder ihr macht einen Flatti und fährt mit dem Bodderwagen den Weg wieder runter. Ich glaube, der Flatti macht wirklich alles, um uns heute zu sabotieren. Was ich eigentlich sagen wollte, wir müssten jetzt da hochlaufen. Das ist noch weniger Weg als das und das da drüben zusammen. Also, ich habe keine Ahnung, was das wird. So, wir haben jetzt hier einen Hochsitz erklommen.
Ich habe natürlich wieder den räudigen. Das sieht man hier. Hier gibt es nicht mal einen weißen Gartenstuhl aus Plastik. Hier gibt es eine Räude. Und da vorne ist der Hochsitz mit Natururin. Der Luxushochsitz. Meiner ist alt und modrig. Seiner ist einfach nur übelst neu, stabil. Stuhl mit drin. Fladdy ist auch auf dem Weg zum Hochsitz. Also, ja, aber der reicht mir. Guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall echtes Handwerk mit Nagel. Da wird alles gestützt auf jeden Fall und liegt auf. Richtig gutes Zeug. Einmal drumherum geschlungen, zack, fertig. Da fühle ich mich auf jeden Fall gleich sicherer. Ich klappe aber hier fest wie so ein kleines Äffchen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie Niederschläge erlebt oder irgendwas? Und wenn ihr denkt, es geht nicht schlechter, dann geht es immer weiter runter, immer weiter runter. Das wäre jetzt richtig optimal. Denn bei uns ist es einfach gerade so, es geht immer weiter rauf, immer weiter rauf. Du denkst, sobald du den Berg erklimmst, hast du den Punkt, wo du wieder runterläufst. Aber du hast hier keinen Runderlaufpunkt. Es geht immer weiter rauf. Jetzt beschlägt sogar schon die Brille. Das heißt, ich sehe gar nichts mehr. Ich schwitze. Es ist so richtig, der Kopf pochert. Die Aussicht ist auf jeden Fall schön. Ihr liegt so hier. Da ist so ein Naturbursche, ein Natururin. Er liegt hier, Flatty ist jetzt auch am Start. Da ist der Himmel, und guckt euch das an, wie die Wolken einfach vorbeiziehen. Und ihr hier im Gras liegt, mitten im Gras, neben den ganzen verdorrten Insekten und irgendwas springt euch an und krabbelt auf euch rum. Gesundheit oder Krankheit oder alles auf einmal. Alter, war das nicht Bud Spencer mit seinem dicken Moped, der hier durchgebrettert ist? Das erlebst du aber nur einmal. Haben wir noch Bretter da? So, solange wie der Fladulentius noch auf dem Weg ist, möchte der Naturin gerne die Birke essen. Das ist richtiger Jungbirke. Die sieht so jung und nicht alt aus. Die ist. So wie der da. Die ist richtig. Ja, auch genießbar. Oha, wildes Fladdy gesichtet. Wir sind froh, dass wir von diesem komischen, gammeligen Waldweg weg sind, wo so tiefe Furchen drin waren. Das glaubt ihr nicht. Mir ist fünfmal der Wagen umgefallen. Naturin hat das einmal, glaube ich, auch gefilmt. Dann ist hier immer zu die Isomatte runtergefallen. Die habe ich jetzt hier vorne einfach durchgezogen, dass die hier gespannt ist. Die Jacke stört mich noch ein bisschen. Die kann ich vielleicht in den Rucksack wieder packen. Aber das schlenkert hin und her. Und hier hin und her schlenkern. Für das so, dass der Wagen unstabil ist. Hat mir gerade ein Blatt in den Mund gesteckt. Da fand ich die Fichte aber besser, die hatte wenigstens Füllung dran. Ich raff das eh nicht. Langsam glaube ich, die wollen mich verarschen, komplett. Als wir da unten an der ersten komischen Hütte waren, bevor wir überhaupt in den Wald eingedrungen sind, hieß es, jetzt noch 8 Kilometer, dann sind wir da. Wir sind seitdem bestimmt zwei Stunden unterwegs, jetzt eben hier oben rausgekommen. Er guckt drauf, ja, noch 8 Kilometer jetzt genau. Versteht ihr? Ja, ich muss es euch auch nochmal sagen. Wir sind jetzt gerade diesen Weg da lang gekommen. Gefühlt sind wir jetzt 10 Meter auf dem Weg gelaufen. Ich habe mich mega gefreut. Schöner Weg, voll entspannt. Und jetzt sagt's nein. Ja, das heißt, wir laufen die ganze Zeit wieder über sowas hier. Die ganze Zeit da rein ins Dickicht. Das Einzige, was cool aussieht, ist, dass es da irgendwie wohl bergab geht. Aber muss ja. Es geht nämlich nicht mehr bergauf. Und lange bleibt es nicht gerade, da geht es gleich wieder bergab. Wir sind auf der Zugspitze sozusagen. Hier liegt auch noch ein Stück Holz, ein kleines. Kannst du Nordic Walking machen, ne? Hier, wenn du Big Show bist, nimmst du das in der Hand und machst so. Wir gehen jetzt da rein und
immer noch 7,6 Kilometer oder so. Keine Ahnung, was das ist. Nachher, wenn wir unten angekommen sind, sind es wieder 8. Alter, gebt euch mal die Mucke. Da macht es doch gleich doppelt so viel Spaß, rumzulaufen, rumzufliegen. Ich weiß nicht mal, was das für eine Musikrichtung ist, wie gesagt, aber geht einfach übelst ab. Crazy Top, Crazy Top. Das ist der Scatman. Wie war das vorhin? Fecho kennt keine Grenzen. Wir auch nicht. Guck, vor allem der Flatty, der ist nämlich schon wieder bis da vorne. Nachdem wir jetzt durch den Wald schon wieder runter sind und diesen Weg gefunden haben. Und ja. Einmal drumrum, einmal durch, einmal wie auch immer. Fecho kennt keine Grenzen. Wir auch nicht. So, nach einer ewig langen Rast ist es passiert. Wir wollten gerade weiterlaufen. Wir sind oben wirklich an der hässlichen Kreuzung rausgekommen. Direkt, wenn ihr Hildburghausen, die Schleusinger Straße oben einmal abbiegt, um die Kurve rum, da dieser Waldweg. Das heißt, wir sind 3 Stunden gelaufen, komplett sinnlos, um im Prinzip da rauszukommen, wo du nach 10 Minuten normalerweise bist, wenn du die Straße langläufst. Ist aber lustig. Denn wir haben aber Rehe gesehen. Nee, haben wir nicht. Gut. Jetzt sind wir das eine Stück, 5 Meter hier runter gelaufen. Dort die Straße runter. Haben da kurz Rast gemacht, wollten gerade rüber und weiter, weil das Navi gesagt hat, wir müssen da weiterlaufen. Schon kommt die Polizia. Aber der Polizia-Mann war auf jeden Fall richtig freundlich. Hat auch gesagt, er kommt da aus Schleusingen, da wo wir hier hinwollen. Hat erstmal geguckt nach Personalien, wer wie wo was ist. Weil der eine aber aus Hamburg kommt und der andere aus Bremen, hat er gesagt, wenn was ist, wir melden uns bei Ihnen, Herr Hess, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, hat uns doch einen schönen Tag gewünscht eigentlich. Hat jetzt gesagt, wir sollen aber bitte nicht mehr die Straße lang laufen. Hat uns jetzt hier hingeschickt. Und da hinten sind auch noch Tiere. Also das Braune da hinten, hinter den Zweien. Obwohl, das sind auch Tiere. Deswegen laufen wir jetzt hier weiter. So, wir haben schon wieder das nächste Problem. Da sind die Muku-Gins, ne? Da ist die Badewanne. Und hier ist der Elektrozaun, der einfach halt genau über den Weg verläuft. Das heißt, der nette Polizeimann hat gesagt, lauft hier außen rum. Gibt's immer schöne Wege. Jetzt laufen wir 5 Meter und dann Elektrozaun. Also was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Über den Zaun klettern ist verboten. In die Badewanne gehen ist bestimmt auch verboten. Obwohl das schön abkühlend wäre, aber... Nee, Naturin schon wieder dran, ne? Er liegt halt einfach hier und schläft an seinem Geburtstag. Also ich habe gesagt, ich kack ab, ich kann nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Die Hitze, es ist so drückend heiß, mein Kopf der zerscheppert. Ich habe einen Sonnenstich, keine Ahnung mehr, so kotzschlecht und übel die ganze Zeit. Wir sitzen jetzt gerade hier an der Bushaltestelle, ne? Ja. Ganz gechillt. Bushaltestelle. Ich habe gesagt, ja, wir müssen mal hier erstmal Pause machen und so. Spiel jetzt gerade nebenbei ein bisschen die Rage-Stunde. Ich sage, wir können auch heute hier bleiben und hier übernachten oder so, keine Ahnung. Natururin, ganz vernünftig natürlich. Nein, Schleusing. Wir laufen noch nach Schleusing heute. Wir müssen nach Schleusing, unbedingt. Da habe ich gedacht, das gibt noch Probleme, ne? Aber hat sich gelöst, er ist eingeschlafen. Also, immerhin. Ich denke mal, Flatty und ich, wir sind uns einig, wir bewegen uns halt keinen Meter mehr. Wir werden wahrscheinlich hier jetzt einfach bleiben und wahrscheinlich hier übernachten, er schläft ja eh schon. Und es ist 18.42 Uhr, ja? 18.42 Uhr. Und er möchte jetzt, wir haben 7 Kilometer geschafft, ne, 8 Kilometer, und müssten noch 7 Kilometer laufen. Und sind jetzt schon über 8 Stunden unterwegs. Bei 8 Kilometer und haben noch 7 Kilometer vor uns. Das hätten wir heute gar nicht geschafft. Aber er ist guter Dinge, ne? Nee, Schleusing. Schnarch. Und das war's. Das habe ich mir anders vorgestellt hier. Geburtstag. Man gönnt ihm das. Er hat Geburtstag gehabt, da hat er mal ein Bier getrunken und so seht ihr, wie sich das dann auswirkt. Ja.
Naja, sei ihm gegönnt. Ein Jahr älter. Und wir stehen da und wissen nicht, was wir tun sollen. Guck mal, Naturin ist zurück. Ne? Er lebt wieder. Und er ist immer noch dreckig wie ein Schwein. Guckt dir das an. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie ist das denn passiert? Wo kommt der denn her? Wieso hat er ein T-Shirt auf einmal an? Warum ist das hier alles durcheinander? Der Ramses hat so gute Kontakte, der hat den Kenny einfach gefragt. Ne, eigentlich habe ich nur ein Bild geschickt an Kenny, weil der in Gerzgereuth wohnt, wo wir gerade saßen. Hab nur ein Bild geschickt vom schlafenden Natururin. Und er hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und jetzt war es wirklich so, es sind ja noch zwei Busse gefahren, wir wussten nicht, was wir machen sollen, wir konnten den nicht einfach da liegen lassen, so. Wir wussten nicht, übernachten wir jetzt da, es ist gar keine Zeit. Auf jeden Fall, mit dem Bus, das wäre irgendwie problematisch gewesen, den einfach in den Bus zu kriegen. Ich glaube nicht, dass der Busfahrer dafür Verständnis gehabt hätte. Also haben wir gesagt, Kenny, Hilfe? Was? Und Kenny hat gesagt, ja, ich kann euch ja fix nach Hibu fahren. Jetzt kam er mit seinem riesen Auto an. Wir haben die Sackkarren da reingepackt. Wir haben den Sack da reingepackt. Wir haben das alles da reingepackt. Und guckt euch an, wie unvernünftig kann man sein. Da ist schon wieder das nächste Bier auf. Alles Gute! Adi, Schatz! Genau, nein. Natururin hat ja Geburtstag. Und er hat uns jetzt nach Hibu gefahren. Das heißt, Natururin ist bestimmt übelst sauer und hasst uns jetzt sein Leben lang. Aber ich sag, das war Tag 1. Guckt mal, was er schon wieder macht, ja. Jetzt haben wir gedacht, eine Abkühlung ist vielleicht ganz gut. Jetzt hängt er hier in unserem Marktbrunnen rum. Den kennt ihr vielleicht noch von Auf die Dicken und so, ne? Ich weiß auch nicht. Soll ich mich da auch mal reinsetzen, nochmal der guten alten Zeiten wegen? So, Natururin hat heute beim Wandern schon ein paar Mal gefragt, Ramses, wann ziehst du denn endlich dein Oberteil aus? Ich möchte ihm jetzt diese Ehre erweisen, dass das gute Natururin-Fummel nicht nass wird und werde mich auch mal kurz reintunken. Ich stelle euch mal kurz ab, aber ich glaube, ich werde es dann rausschneiden, dass man das nicht sieht, wie ich mich ausziehe. Ungefähr so. Und dann einfach nur... So, bitteschön. Hallo. Hallo, kleiner Mann. Sag ich. Junge, Junge. Immer wieder schön, wenn es alles erfrischt und alles durchdreht. Ja. Das war immer das Ding vom ISWO. Immer reintunken, immer rumhängen, immer Geräusche machen. Alter, ich habe das bisschen wärmer in Erinnerung, ja. Aber trotzdem, Marktgrundfeeling, beste Feeling. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen chillen, glaube ich, bis wir hier rausgefischt werden. Und ansonsten würde ich wirklich sagen, gibt es dann noch einen Döner, dass er wieder klar bei Sinn kommt. So, Kollege will noch fix Arschbombe machen, ja. Kennt ihr nicht, ne? Wie heißt du? Darf man das wissen? Ah, ich bin der Russe. Der Russe, fertig. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Hibu unterwegs ja, seid? Vielleicht wird es ein Auerbach oder so. Mal gucken, der wollte jetzt hier auf jeden Fall noch so einen Jackass-Stunt probieren. Boom! So muss eine Erfrischung aussehen, oder? Erinnert immer noch an die Dicken damals im Musikvideo, wie die reingesprungen sind. Nochmal, Leute. Einfach gut drauf, die Leute in Hibu. So, das war immer noch nicht das Ende, denn der ist schon wieder am Bier trinken und diesmal habe ich mir auch eins aufgemacht zum Armbrot. Es gibt nämlich nochmal Döner. Hier haben wir einen Döner mit Tzatziki-Soße. Hier ist einer mit Spezialsoße und Schaf und hier ist einer ohne Soße. Ungefähr so. Und das war wie gesagt immer noch nicht das Ende. Jetzt essen wir noch fixen Döner, immer noch Tag 1 und dann wollen wir noch unter der Brücke schlafen. Was ihr vielleicht schon gesehen habt als kleines Special. Und jetzt wir alle gemeinsam, ne, da wo es so plätschert. Eieiei. So, wir haben alle drei jetzt Döner gegessen. Ich weiß nicht, theoretisch könnten die auch am Freitag vom Restaurant Hibuhaus den Döner mal probieren. Am Donnerstag vielleicht von dem Dill-Dönermann in der Wand mal den Döner probieren. Dann hätten die alle vier Döner probiert. Wir sitzen die ganze Zeit hier an der Kreuzung beim Döneressen. Richtig genial. Möchte ich euch mal zeigen, was wir die ganze Zeit beobachten konnten. Wenn wir das rumdrehen, sehen wir hier einfach Kreuzung,
Laterne, Abendrot, heftige Villa, Natururin, Flatti mit Flatulenzen. Also, wir müssen genau da runter. Weil da unten ist schon wieder der Schlafplatz, also die Brücke. So, ich habe jetzt leider kein Licht mehr, aber wenn ihr das hört, wisst ihr bestimmt, wo wir sind. Denn langsam dunkle kommen, würde Natururin sagen. Das ist die Brücke. Da sind, also da steht so ein schwarzes Männchen, das ist Natururin. Den sieht man nicht. Da sieht man nur ein Stück von der Zunge. Da hinten ist der Flati. Und wir haben uns jetzt hier drunter halt und ja, seht ihr halt nicht, ne? Wie gesagt. Da werden wir uns jetzt niederlassen, nächtigen. Das war bestimmt gerade eine Fledermaus, die da rumgeflogen ist. So, ich bin nochmal ganz kurz zurück. Es ist nämlich jetzt, Moment, 22:51. Seht ihr hier oben. Und hier spukt es überall. Ich möchte euch mal zeigen, wie unser Schlafplatz jetzt aussieht. Erstmal von weiter weg. Ne? Zack. Seht ihr das? Das sind überall rote Lichter. Und da ist noch mehr Licht. Da ist nämlich ein Natururin. Der steht einfach hier rum mit seiner Kopflampe. Hier ist noch ein bisschen Food. Ne? Konnte man ja heute nicht essen, konnte man nicht machen. Hier ist noch Kopflampe. Hier hat er seinen Schlafplatz ausgebreitet. Also sein Schlafsack, Isomatte, alles dabei. Hier hat er sein Höckerchen hingestellt. Da ist die erste Grableuchte. Bier daneben. Bier von Ramses. Ich habe mich jetzt hier an der Wand positioniert. Weil das hier ist ein scheiß Untergrund und das ist übelst glatt. Deswegen habe ich mich jetzt hier in den Streifen reingelegt. Dann habt ihr da noch eine Grableuchte. Ihr habt hier drüben noch eine Grableuchte. Und kennt ihr das noch? Da ist wieder die Katze. Die habe ich natürlich wieder dabei. Also das Schlaflicht von Pupsi, das ich ihr geschenkt habe. Nutzt sie nicht, nehme ich jetzt immer mit. Zack, Rucksack hier, Ladekabel, alles, bam. Und wenn ihr euch fragt, wo der Flatti ist, der lag ja vorhin eigentlich noch da. Der hat gesagt, ihm ist das irgendwie ein bisschen zu hart. Deswegen, wenn ihr hier rausgeht, seht ihr hier wild und verlassen eine Tasche, einen Rucksack, ein paar Schuhe. Und da liegt der Flatti. Ist es nicht schön? Und wenn das immer noch nicht weich genug ist, kann er sich ja hier ins hohe Gras werfen. Das ist richtig toll. Gute Nacht, Flatti. Gute Nacht. Siehst du, der lebt sogar noch. Hätte ich nicht gedacht. So, das war es aber jetzt wirklich vom ersten Tag. Also eigentlich ist es ja nicht der erste. Die sind ja am Freitag gekommen. Die sind am Dienstag gekommen, Abend. Das war heute der Mittwoch. Zusammengefasst, in dem Video, alles rein. Das war es von unserer Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Natururin. Nee. Ach so, nee. Natururin steht da dran. Tschüss.